Falls du mal wenig Energie hast, ist der vedische Sonnengruß genau das Richtige. Nochmal was anderes im vedischen Sonnengruß. Du stellst dich locker breitbeinig auf. Die Arme hängen. Spürst die Verbindung Richtung Boden zur Erde. Spürst deine Länge und spürst die Verbindung Richtung Himmel. Mit der Einatmung öffnest du die Arme zur Seite und ausatmend schließt du. Wiederhole das. Ich atme ein. Ich atme aus. Ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung wird die Bewegung ein klein bisschen weiter. Du bringst, während du einatmest, die Hände in der Begrüßungsgeste vom Brustbein zusammen und ausatmend schließt du wieder. Ich atme ein, wiederhole das. Ich atme aus. Ein und aus. Nächste Runde. Jetzt ziehst du, während du einatmest, die Arme höher. Und aus. Rückwärts bewegen. Ein. Und aus. Und jetzt ist dieselbe Bewegung nach oben während der Einatmung. Zum Schluss der Einatmung kommst du auch noch auf Zehenspitzen. Zu Beginn der Ausatmung gehst du zuerst auf die Fußsohlen und dann bewegst du die Hände, die Arme zurück. Etwas mehr Feinabstimmung. Probier's aus. Und wenn du jetzt das nächste Mal hier oben bist, dann bleibt es zwar noch gleich, dass du zu Beginn der Ausatmung die Füße aufsetzt, aber dann öffnest du die Arme. Auch wenn es eine Ausatmung ist, weit öffnen. Und wiederholen. Das ist die Einatmung. Und dann beginnt die Ausatmung. Wenn du jetzt hier oben bist, dann kommst du von hier mit der Ausatmung in die hohe Hocke. Stell dazu die Füße wieder etwas näher zusammen. Von hier komme ich einatmend wieder hoch, gehe auf die Zehenspitzen. Mit der Ausatmung setze ich die Fußsohlen auf und komme wieder in die hohe Hocke. Steißbein nach vorne schieben. Ruhiger, tiefer Atem, du hast Zeit. Und wenn ich das nächste Mal ausatme, komme ich von hier in die ganze Vorbeuge. Gehe weiter in die tiefe Hocke. Die Hände lege ich so auf den Boden, dass ich die Daumen berühre. Die anderen vier Finger sind jeweils aneinander gelegt. Ich bilde sozusagen ein Hufeisen Bhumispascha Mudra. Und dann bringe ich die Hände wieder zusammen
Und komme wieder hoch, ganz hoch. Und dann ausatmend nach unten gehen, Vorbeuge, Hocke. Und einatmend wieder hochkommen. Noch einmal. Wenn ich jetzt das nächste Mal hochkomme, schließe ich in Ruhe ab. Ich komme auf die Fußsohlen, bringe die Hände vorm Körper zurück und löse die Haltung auf. Eine Variante des vedischen Sonnengrußes, etwas verkürzt. Du bleibst stehen, du spürst nach. Die Augen ruhig geschlossen, nimm wahr, wie es dir jetzt geht.